Willkommen zum zweiten Teil Shop News. So nenne ich diese Videoclips Shop News. Tagtäglich 10 Stunden des Lebens vergolden in einer Atmosphäre, die seinesgleichen sucht. Ach, herrlich. So, wie gesagt, ich hatte heute Morgen schon die ersten Kunden und das waren Star Wars Kunden, die halt Star Wars lieben und wir philosophierten mal wieder. Über 40 Jahre Star Wars und man philosophiert immer noch. Ich finde es super. So, wir sind hier im zweiten Teil und ich überlege gerade, was kann man überhaupt bringen. Ich werde natürlich unterbrochen durch Kunden. Kann sein, dass ein Videoclip kurz wird. Es kann sein, dass ein Videoclip lang wird, wenn ich wirklich tatsächlich Lust habe, in die Kamera zu sprechen. So, wir leben in das Jahr 2021. Wir wurden im Jahr 2020 mit einer Pandemie zusammengeschnürt. Wir sind jetzt ein System. Wir sind die normalen Menschen, die aufbegehren und niedergedrückt werden. So oder so. Das Thema sollte man nicht anschneiden, weil mit dem Thema hat man sofort Ärger. Da ich sehr viel Besuch bekomme aus dieser Szene und die mich immer wieder bemühen möchten, dass ich, und ich tue es nicht, Punkt. Was tue ich nicht? Über das Thema sprechen, öffentlich, auf einer Bühne, warum auch? Warum die Wahrheit? Also ich kann auch von hier aus die Einheitskräfte begrüßen und sagen, ihr macht euren Job gut, es ist nur ein Job, denkt dran, die Polizei ist eine GmbH. So. Und die hat nichts mit diesem Staat zu tun, sie hat nur mit dem Recht und Order zu tun. Recht und Unrecht muss die Polizei schlichten, hinführen und begleiten. Punkt. Und dann geht es weiter. Die Gerichtsbarkeit muss dann die Hinführung abgolten, abklären, weitergeben. Und das, was dann da geschieht im Zivilbereich, weiß jeder Bescheid. Im Strafrecht weiß auch jeder Bescheid. Also alles hat einen Anfang und geht hin zu einem Ende. So. Die Pandemie scheint ja wohl noch nicht am Ende zu sein, weil man denkt sich ständig was Neues aus. Das Problem ist die Wahrheit gesagt worden, ja oder nein? Hat Frau Merkel das wirklich tatsächlich gesagt? Im ersten Videoclip sprach ich von Herrn Drosten, der von einer Fledermaus-Experiment in Wahoda, Wanghang, gesprochen. Da war er noch jünger und jedenfalls ist Herr Drosten schon etwas länger bekannt wie jetzt. So. Wer sich wirklich damit wirklich auseinandersetzt und ich muss jeden wirklich tatsächlich fragen, warum geht ihr auf die Straße mit Transparente? Warum lasst ihr euch abführen? Warum lasst ihr euch nass spritzen? Was bringt euch das oder was hat es euch gebracht? Was hat euch solch eine Demonstration gebracht? Ich mache jetzt Videos für die Demonstranten, nicht für die Gegner. Die Gegner wollen sowas nicht. Die schalten sowas ab und knüppeln sowas nieder. Also mache ich Videoclips für die, die auf die Straße gehen, die Banner konzipieren, auf die Banner da Slogans schreiben, T-Shirts sich drucken lassen, ja, und auch da Wahnsinns-Slogan drauf drucken lassen. Ich muss natürlich als Hersteller des Ganzen schmunzeln, was mir so alles an Maschinen angeboten wird. Das Beste war gestern. Ich habe auf einem Fax genau geschrieben, was wirklich tatsächlich defekt ist. Wirklich. Und was ist? Ein junger Monteur um die 20 kommt mit total falsch. Ja, das haben sie doch gesagt. Nee, sage ich. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe ein Fax minutiös draufgeschrieben, welches Gerät welchen Fehler hat. So. Ne? So, 256 habe ich zweimal da. Nur der eine will nicht. Der hat einen Hitzefehler, das Hitzeaggregat will nicht. Und der andere will kein A3. So, habe ich also schon mal zwei Fehler. So, und das große Gerät, das richtig mächtig große Gerät, das auch Farbe kann, das will nicht, das zieht Fäden. Gefällt mir nicht. Beziehungsweise möchte ich meinem Kunden nicht anbieten. Gestern hatte ich Ärztekunden wieder da, dann hatte ich Lehrerkunden da. Und ich war verwundert, dass die Arbeit suchen. Waren junge Ärzte, waren junge Lehrer. Die haben halt hier für teures Geld über 15, jeder könnte jetzt ausrechnen, jeder hat um die 15
Bewerbungen fertig gemacht vom Feinsten. Ja. Ich hatte dann zufälligerweise auch gesehen, deswegen weiß ich, dass der eine Arzt und der andere Lehrer, und sie suchen neue Anstellungen. So, sie haben minutiös vom Feinsten ihre Bewerbung gemacht, und ich drücke auf diesen hier geistig sozusagen die Daumen, dass das auch klappt und dass die jungen Ärzte und die jungen Lehrer wieder einen Arbeitsplatz finden. So, in den weit über 12 Jahren hier vor Ort habe ich sehr viele Menschen um mich herum gehabt. Und ich habe auch für sehr viele Menschen wunderschöne Sachen machen dürfen. Eine war sogar sehr traurig, weil wir da jemanden begleitet haben, und der hat eine wunderbare Zeremonie in der Kirche erhalten. Er ist vorher schon eingeäschert worden. Morgen!